So, herzlich willkommen zurück zur dritten Folge. Enemy Unknown, ne, Enemy Within, nicht Enemy Unknown. New Soldier at XCOM. Mir ist gerade aufgefallen, ich stand gerade beim Laden im Tipp. Ich habe Steam erst hier unten. Wurde mir nämlich gesagt, ich soll doch einen Steam Power Generator bauen, weil der mir deutlich mehr Energie bringt. Aber da wir momentan eh noch 29 Tage bis zum Country Report haben, lass es einfach mal erstmal weiterlaufen. Wie gesagt, die Zwischensequenzen hatten wir ja schon. You're telling me that we should risk the lives of our troops so we can take one of these things. Ich werde das mal abbrechen. Ja, wir sollen also eins lebendig nehmen, damit wir mehr Forschungscredits bekommen können. Begin Project. Ich habe ja schon einen Sniper, genau. Mit schlechten Aim, deswegen, da muss ich auf jeden Fall einen Fragment spawnen. Scramble Interceptors, ist egal, welchen ich nehme. Einfach go, go, go. Wie gesagt, wenn später Zwischensequenzen kommen, die wir noch nicht hatten, werde ich die natürlich dann wieder komplett abspielen. Ich würde nur sagen, jetzt wäre es unpassend. Sind Sky Ranger. Guppy Holmes, Schwimmer in the Line. Wow. Der ist noch Rookie. Customize. Das wieder zurückändern. Sieht einfach nur hässlich aus. Mit bei der Standardrüstung mag ich das gar nicht. Nein, Loadout. Ich will hier kein Medikit drauf haben. Weil die ja wahrscheinlich ganz vorne steht und die Tendenz, dass sie stirbt, relativ hoch ist. Beziehungsweise, dass sie angeschossen wird und verletzt. Außerdem ist noch so ein. Die hat auch ein relativ hohes Aim noch. Ich finde es immer doof. Nein, guck mal, der mit einem hohen Aim. Mach ich das sogar anders. Dann gehe ich mit dem Sniper. Da ich ja sonst noch nichts passendes hab. Das Medikit. Weil, wenn ich mich bewege, kann ich eh nicht mehr mit dem schießen. Und daher kann er das Medikit auch nehmen. Ja, Launch Mission. We have visual on the mission site. Get ready to deploy. Our AO is within the continental United States. Das wird, glaube ich, ein ziemlich klassischer. Ja. Das ist eine schön alte Karte. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here. Strike One is authorized to assault the alien craft. So, mal schauen, ob hier irgendwo Meld schon zu sehen ist. Aber ich glaube nicht. Muss ja auch irgendwo aus Meld sein. Sonst kann ich halt nur auf gut Glück loslaufen. Wenn ich es nicht sehe, sehe ich nicht. Das sehe ich auch halbwegs Sicherheit an der Stelle. Wenn ich nicht sehe, sehe ich es nicht, wie gesagt. Also, okay, da sagst du mir schon, was da Meld ist. Da ist das erste Meld, okay. Und bei denen sind jetzt mit der Vorlaufe. Sind die mit ziemlich Sicherheit.
Oder auch nicht. Mal die Waffe wechseln. Den auf Overwatch schicken. Bin doch nicht auf Overwatch. Ah, lol. Die Infanterie ist wahrscheinlich eh nicht. Nee. Mal schauen, ob der auf Overwatch oder sowas geht. Direkt mal ein böser Treffer hier, dann kommen wir schon in die nächsten. Wie gesagt, so zum Sniper. Malen wir ihn ein schlechter Schütze. Wieder heilen, wenn die vor die vorrennt. Und mit dem hier. Auch 49 wahrscheinlich, oder? Ja. Also jetzt flankiert, das ist voll schrecklich. So, ich versuche mal den zu treffen. Wenn ich eh bei einem 56 habe. Boah, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Der hier hat einen sichtbar. Sie hat auch einen sichtbar. Wenn ich den dort stehen lasse, kann er von einer Seite beschossen werden. Das ist, glaube ich, nicht die beste Taktik. Vielleicht sollte ich ihn lieber hier rübernehmen. Das hier hat Run and Gun benutzt, ne? Hier in Rennen habe ich eigentlich noch genug Deckung von allen Seiten. Prozent kommen, machen weg. Ich habe ein Glück, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das ist eine sehr treffende Aussage. Wie gesagt, und mein Scharfschütze. Das soll ein Scharfschütze sein. Beigeschossen. Was macht der? Ist noch verstärkt. Noch zwei übrig. Der geht darum. Oh fuck. Nein. Oh. Ich hatte keinen, der auf Overwatch war da drüben. Echt alles denken, was er machen kann. Das ist jetzt der mit dem Medikit. Ne, der mit dem Medikit. Oh, hatte ich. Dich auf jeden Fall in die Nähe kriegen. Ich muss auf jeden Fall dahin. Ich muss die Shirley Holmes retten. Das ist echt zeitkritisch. Ich mach mich auf.
deshalb bin ich weiter hochgefahren. Der wird einfach nur schießen, wenn er so stehen bleibt. Ich hoffe mal, der trifft nicht, weil ich in voller Deckung bin. Er trifft natürlich voll Ballett. Komm, mach halt weg. Irgendwann muss man was von denen sterben, ey. Geht nur daneben gerade wieder alles. Der ist auf Overwatch gegangen. Der ist auch auf Overwatch gegangen. Na herrlich. Sehr schön, schönen Dank. Sekunden, mach bitte was weg. Jawoll. Muss den bloß noch irgendwie durchkriegen. Den ganzen Kram, weil ich vermute, der stirbt jetzt als nächstes. Ist doch kein Scharfschütze, der 60% immer noch nicht trifft. Das ist auf Overwatch, wenn ich jetzt hier renne, krieg ich's ab. Ich hoffe, dass jetzt nicht auf meinen schwachen Ziel. Ah, der geht in Deckung, okay. Was macht der? Meld ist verloren, ist halt so. Okay, der läuft in meinen. Und jetzt ist wieder vorbei. Das ist gerade unglaublich, wie oft meine, selbst meine guten Schützen nicht treffen. Ah, ja, 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 ja. Ich glaube, das ist wie bei. Wie bei Dingens. Gas. Bei Bloodborne. Man muss damit rechnen, dass immer alles schief geht. Trotzdem soll das Flankieren da helfen, auch wenn der Flanker down ist. Komm, mach mal was weg. Geht doch. Sechs Nipsi, komm, mach du auch noch was weg. Jawohl. Geht doch mal. So klappt das doch. So, muss ich den hier irgendwie übelst weit hinten lassen. Also vor allem mal nachladen. Ich weiß nicht, den ziehe ich schon am besten hier hin. Ich meine, das ist das ganze Alien drauf. Oh Gott. Da ist dieses fette Teil drin, was mich letztens schon so übel auseinandergenommen hat. Ich habe nur noch drei Leute. Einer davon hat 2 HP. Leicht ungünstig werden. Erstmal nachladen. Ne, der soll nicht vorne rumlaufen. Das finde ich gar nicht nett. Gehst du halt dahin und gehst auf Overwatch, würde ich sagen, oder? Weil hier müsste jetzt rumlaufen können, ohne dass ich irgendwelche Sachen entdeckt werde. Eigentlich müsste der mal irgendwas zuerst entdecken. Damit er dann auch mal drauf schießen kann. Das ist übelst schrecklich. Still, habt ihr was gehört? So, du gehst da hoch. Da ist bestimmt irgendwas. Da ist nix. Das irritiert mich jetzt. Da oben. Ich muss echt das Dashen abgewöhnen. Das kann so tödlich sein. Okay, hier ist zu Ende. Was ist denn dann das Meld, das mir hier oben angezeigt wurde? Hä?
da ist dieses Anzahl Dingens. Rücke aus! Ich find's meld nicht. Ach, da drin ist es. Ja, nicht. Und es wird immer noch nicht als Sicht haben. Verstanden, los geht's! Du musst jetzt mal dahin dashen, es geht nicht anders. Und du gehst dahin. Du sollst aber nicht sichtbar sein. Ja, meld auch verloren. Na gut, geh ich halt ohne Meld nach Hause. Ist halt so. Hauptsache, ich krieg die Mission ordentlich durch, ohne jemanden zu verlieren. Hab ich jetzt alle Zeit der Welt? Ziemlich weit hinten, ne? Dass wir hier alleine sind. Verstanden, Commander. Feinde gesichtet. Oder so. Boah, der flankiert mich direkt mal. Deckt die Flanken! Ich mach mich auf. Komm, jetzt trifft man ordentlich was bei 50% Genauigkeit. Natürlich nicht. Nächstes Mal kriege ich ihn. Ich vermute, meine Snipers stirbt jetzt. Das ist meine ehrliche Vermutung. Also der einzige ist, der sichtbar ist, der wird wahrscheinlich einfach schießen. Na, oh, ich schieße sogar vorbei, Schwein gehabt. Ihr habt ihr nicht drauf? Noch 49%. Wir hatten nur halbe Deckung, das ist total schrecklich. Okay. Hab ich eigentlich nie so scharf drauf, da habe ich eine ganze Deckung. Jawoll! Mission accomplished. Ja, ich habe keinen einzigen Meld bekommen, aber ich habe niemanden verloren, ey. Das ist einfach eine oberste Priorität. Meld kann ich mir später immer noch holen. Weil wenn ich jetzt die Leute verliere, komme ich gar nicht mehr klar bald. Ja, würde sagen, dritte Folge. Das war's erstmal. Habe ich noch einen Sniper, Reaperman. Ich hoffe, es gefällt euch jetzt ein bisschen besser. Mir macht es auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, wenn ich auch mal was reiße und nicht ständig mein halbes Squad bis ganzes Squad verliere. Dankeschön.